Hallo und herzlich willkommen bei Amama Sankofa TV. Heute gibt's bei mir Schaschlik. Einmal Fischschaschlik und einmal Hähnchenschaschlik. Ich zeige euch, wie ich sie gemacht habe. Ich finde, sie sehen hervorragend aus. Hallo meine Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich euch ganz kurz unseren neuen Online-Shop www.amamasankofashop.de vorstellen. Der Link wird unten in der Videobeschreibung stehen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne unseren Newsletter abonnieren oder ihr shoppt einfach auf unserer Webseite. Und nun viel Spaß mit dem neuen Video. Danke, Medawasi. So Leute, ich werde zwei Arten von Schaschliks machen. Einmal Fischschaschlik und Hähnchenschaschlik. Und dafür brauche ich logischerweise Hähnchen, Fisch, Paprika und Zwiebeln, Seitlinge, Thymian, Paprikapulver, Koriander, Curry, Knoblauch, Gemüsebrühe, schwarzer Pfeffer und Salz nach meinem Geschmack. So, ich fange mit dem Hähnchen an. So ein bisschen nach meinem Geschmack salzen. Ja. Oh. Dann kommt ein bisschen Thymian. Paprikapulver. Koriander. Zwiebelpulver. Kann es ein bisschen mehr sein. Curry. Und dann Gemüsebrühe und schwarzer Pfeffer. Dann alles zusammen vermischen. Und dann für ca. 15 bis 20 Minuten so in den Kühlschrank stellen. So, ich nehme ein bisschen Paprikapulver. Und das gleiche werde ich mit dem Fisch machen. So. Und ich werde auch ein ganz bisschen Öl. Moment. So. So, und dann kommt die Gemüse auch dazu, die Paprika. Bisschen Gemüse, Brühe. So, und dann wie gesagt 20 Minuten circa marinieren lassen. So, zugedeckt am besten mit Frischhaltefolie. So Leute, die 20 Minuten sind um. Ich habe meine Schaschlik aufgespießt. Kann man das gut sehen? Das ist einmal
das mit dem Hähnchenfleisch. Ja. Und das ist einmal mit Fisch und Pilze. So. So, ich werde zwischen 5 bis 10 Minuten pro Seite braten. Natürlich zwischendurch auch wenden. Leute, meine Schaschliks sind jetzt fertig. Ich habe hier einmal den Fisch-Schaschlik und hier ist das mit dem Hähnchen und ich habe sie mit Jollof-Reis serviert. Ja, sieht sehr schön aus. Ja, probier das mal aus. Das Rezept wird unten in der Videobeschreibung stehen. Und ich werde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Mit Dauersieg.